So. Da sind wir. Schauen wir mal vorbei in der Fahrschule. Auf geht's. Welcome to the Advanced Driving School. Back to school. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Yay. Okay, 12 Tests, also das wird lustig. Starten wir mal, der 360. Nutze den Wagen mit Hinterradantrieb, um einen kreisförmigen Burnout zu vollführen. Das ist an sich noch nicht weiter kompliziert. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe schon mehr als 360 Grad. Ah, passt. Achso, ich hätte wahrscheinlich wirklich stehen bleiben müssen, einfach nachdem ich fertig war. Na gut. Die Musik ist spitze, oder? Gefällt mir sehr gut. Okay, weiter geht's. Der 180. Diesmal mit Handbremse. Okay, probieren wir's. Oh, traumhaft. Spitze. Also die Dinger gehen noch, das ist noch nicht weiter kompliziert, vor allen Dingen, weil die Kiste halt auch eine gute Kontrolle bietet. Aber es wird noch komplizierter. Kontrolliertes Schleudern, ja, jetzt wird's witzig. Im Prinzip so ähnlich wie gerade eben schon. Wir machen mal im Uhrzeigersinn das Ganze, ist eigentlich egal wie rum. Ah, verdammt. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Ist klar, wenn wir die Pylonen überfahren, dann gibt es natürlich Abzüge. Scheiße. War jetzt nicht gerade heldenhaft. Aber wir sind durch. Hauptsache Bronze, das reicht ja. So, Reifenplatzer. Erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen, wie immer. Einfach nur über die Nagelbretter fahren und danach die Kontrolle behalten. Auf geht's. Ah, bloß 59%. Okay, wir hätten noch ein Stück weiter gemusst. Kein Problem, kriegen wir hin. Das ist an sich nicht weiter schwer. Ja, siehst du, 98%, das ist ja perfekt. Ist an sich nicht weiter schwer. Wir dürfen halt bloß kein Gas geben, nachdem wir über die Dinger gefahren sind. Auf zur nächsten Mission. 5 Runden Vollgas. Wieder im Uhrzeigersinn. Und los. Immer schön die Handbremsenwendung. Runde 1 geschafft. Runde 2. Man darf bloß nicht die Konzentration verlieren dabei, ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Nicht zu früh bremsen, nicht zu spät. So, haben wir schon die dritte geschafft. Oh, das war schon mal ziemlich knapp gerade. Kamera? Ja, danke. Irgendwie hakt bei mir gerade die Kamera ein bisschen hier. Geschafft! Siehste, passt wunderbar, 81%. Reicht mir. Pylonenslalom. Sieht an sich nicht weiter schlimm aus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auf geht's. Ja, die Bremsung, die haben wir versaut. Machen wir das Ganze nochmal. Bin etwas zu weit rausgetragen worden an der einen Ecke hier. Ah, verdammt. Das war auch nix. Okay, man muss es schon eng nehmen, den Kurs. Aber man muss eben aufpassen, dass man nach Möglichkeit die Kontrolle nicht verliert dabei. Passt! 100%! Yeah! So, der 90er. Und jetzt wird's lustig. Das Ding ist der Hass. Manchmal klappt's auf Anhieb. Manchmal muss man, ja, da
5000 Versuche hinlegen dafür. Klappt auf Anhieb. Wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. Wheelie Slalom. Einfach bloß Wheelie machen, so lange wie möglich auf zwei Rädern bleiben und dann passt das. Das war gut. So, bist du hinter? Yeah! 96%! Und die Schleuderwende! Na, das war aber nicht sauber gefahren, ne? Gut, schaffen wir. Wir schauen mal, wie rum. Oh Gott, das Ding kommt ja überhaupt nicht aus dem Knick. Reicht, 80% ist okay. Die eine Pylone hat es erwischt, aber das ist in Ordnung. So, ich weiß gar nicht, beim wievielten wir sind, aber es müsste bald Schluss sein. Das Abdrängmanöver. Erledigt. Was? 0%? Wie jetzt 0%? Ich habe ihn noch abgedrängt. Ah, deshalb, weil ich ihn nicht weit genug rumgekriegt habe. Okay, nochmal das Ganze. So, diesmal aber, oder? Was zur Hölle? Machen wir mal die andere Seite. Irgendwie, weiß auch nicht. Fahr so nah wie möglich am anderen Auto das Ziel, okay? Besser! Alles klar. Der Alley-Hop. Hui. Ja, ich glaube, das ist der Abschluss. Nochmal eine ganz großartige Idee zum Ende. Ja, fast. Okay. Neuer Versuch. Das könnte ein bisschen dauern. Ja! Oder? Nein. Schade. Schaden 100%. Naja, weil wir halt nochmal so ein bisschen aufgesetzt haben. Ärgerlich, wir waren nah dran. Oh, Mist. Das Problem ist, dass ich danach den Überschlag noch gemacht habe. Das versaut's halt dann. Oh. Ja, das war nichts. Vielleicht sollte ich mir auch mal die Hinweise durchlesen. Geh in der Luft vom Gas und verwende Auf und Ab, um die Neigung des Autos zu verändern. Okay, ich kenn's eigentlich mit links und rechts, um die Rolle halt noch ein bisschen zu verändern. Das kann dauern. Nope. Ach ja. Oh, hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Der war sauber. Wunderbar, 100%. Und eine gibt's noch, stimmt. Vollstoff durch die City. Einfach nur ein Wettrennen. Gegen die Zeit. Auf geht's. So, das sollte machbar sein. Ich glaube, es gibt weitaus schlimmere Aufgaben, als ein Wettrennen durch die Stadt hinzulegen. Vor allen Dingen, weil wir auch diesmal im Gegensatz zu der Mission, wo wir die Drogen eingesammelt haben in den Koffer rein, ein bisschen Schaden zumindest kassieren können. Ich meine, wir sollten nicht viel Schaden kassieren, aber zumindest ein bisschen können wir schon hinnehmen. Ich glaube, ich mach mal hier rum. Oh Gott! Wir sehen, es gibt keine Checkpoints, es gibt nur einen Endpunkt, an dem wir es schaffen müssen. Alter, die Kiste übersteuert total. Ist ja schrecklich. So, keine Ahnung, was ja der beste Weg ist, um da hinzukommen. Aber der sieht schon mal ganz gut aus, den ich hier fahre. Ja, ist in Ordnung. Weg da! Diese Kiste ist sowas von am Übersteuern. Wieso hat es jetzt das Rennen abgebrochen? Das finde ich frech. Na gut, dann nochmal. Aber das ist echt schlimm. Ich glaube, es ist, wenn man bremst, dann wird es sofort abgebrochen. Die ist halt so dermaßen am Übersteuern, die Kiste, dass du so schnell
aus der Kurve rausfliegst und die Kontrolle verlierst. Keine Chance dann. Na gut, neuer Versuch. Die Strecke kennen wir ja jetzt. Und ich würde sagen, die fahren wir auch genauso nochmal. Diesmal fahren wir ein bisschen vorsichtiger in die Kurven rein. Ich glaube, es kann auch nicht schaden. So, bremsen einfach vorher und fahren dann ohne jegliche Brems- oder Gaswirkung in die Kurve. Das ist gut. Wir sind hier falsch. Wie habe ich das denn gemacht? Hier gibt es übrigens die Heimatstadt einer weiteren Freundin von CJ. Die weiß ich gar nicht mehr, wo die zu finden ist. Müssen wir mal schauen. Die hat einen lustigen Wagen für uns parat, wenn wir uns mit der dann mal zusammentun. Aber ich will nicht zu viel verraten. So, die Sache ist, ich weiß nicht, wie schnell wir jetzt sein müssen überhaupt. Aber wir geben einfach mal Gas, so schnell wie es geht. Machen wir mal hier lang. Ich weiß nämlich sonst nicht genau, wo wir langfahren müssen, wenn wir jetzt am Ufer weitermachen, am Hafen. Und hier ist es ein bisschen einfacher durch die Stadt, weil die Straßen halt einfach gerade sind. So, jetzt sind wir nämlich schon wieder auf dem Kurs direkt an unserer Werkstatt vorbei. Und dann passt das auch. Wunderbar, diesmal ohne größeren Kontrollverlust. Das ist sehr schön. Der Wagen ist auch noch heile. Das sollte doch eine gute Bewertung geben. Da sollten wir gut mit hinkommen. Und geschafft. Oh. Kannst du mal sehen, die Zeit war gar nicht mal so doll. Aber es reicht, 73% ist in Ordnung. Wir haben es geschafft. Fahrerskill plus für uns. Und wir haben Dwayne glücklich gemacht. So, hier drüben jetzt übrigens auch eine Hütte zum Kaufen, aber wüsste nicht, warum ich die jetzt noch kaufen sollte. Vielleicht später mal, wenn wir Kohle scheißen können, dann können wir das gern machen. Sie haben nichts gesehen, Officer. Sie haben nichts gesehen. Gut, wir machen hier unten an der Werkstatt weiter erstmal. Und vorher werde ich nochmal kurz speichern. So. Das war falsch. So, wunderbar. Da ist der Stern nämlich auch gleich wieder weg. Lieblichste Nacht. Und wir machen weiter mit Outrider. Partner! Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. Yeah, whatever you say. Bye. Halt! Ach Mensch, den wollte ich doch haben. Gut, begib dich zum Auto. Ist eigentlich auch scheißegal, mit welchem Auto wir die 2 Meter fahren. Easter Basin ist ja gleich um die Ecke. Von daher brauchen wir uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken über das Vehikel machen, mit dem wir da hinkommen. So, hier noch nicht. Hier müssen wir rein. Gut, ich weiß, dass hier eine Mission kommt, die nochmal gut Feuerkraft erfordert. Ich weiß aber nicht, ob das... Was zur Hölle? Hier sollte eigentlich noch niemand langfahren können. Nur so als Tipp. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt schon die ist. Ich glaube aber schon. Also, wenn das die ist, an die ich denke, dann wird es gleich sehr feuergewaltig. Also, was heißt sehr, aber so ein bisschen schon. Man, what the hell everybody anyway? Pass auf, Kasper, hinter dir! Hey! You a beachy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You
You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Esser. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said.